Guten Abend und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Lösungsbuch. Ich habe ja gestern gesagt, als wir uns Resident Evil Village das Artbook angeschaut haben, heute schauen wir uns mal ein Lösungsbuch an, und zwar von Resident Evil. Ich habe gestern ein anderes im Sinn gehabt, aber mir ist dann das eingefallen. Ich habe mir gedacht, das muss ich euch unbedingt zeigen, weil ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das ist von GamePress. Ich glaube, die haben öfters sowas gemacht, so Spiellösungen. Der Spezialist für Komplettlösungen auf der Konsole. N64, PS1, PC, GameCube, PS2 und Xbox. Wir haben hier die Lösung von Resident Evil Code Veronica X vor uns. Ihr findet das Spiel oben rechts in der Ecke oder in der Infobox oder auf meinem Kanal. Und ich fand das so interessant, dass es erstmal komplett schwarz-weiß ist, extreme Texte geschrieben sind, und das hier oben fand ich so interessant. Die Informationen in diesem Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler sich einschleichen. Also, das ist ja offiziell inoffiziell, oder? Also, wir gucken uns mal von hinten an. Von hinten sieht es so aus. Ich habe dafür 5 Euro bezahlt, auch wieder im Spielladen des Vertrauens. Diese Lösung wurde von der Firma GamePress erstellt. Im Internet zu erreichen unter. Gucken, ob es das noch gibt. Ja, genau. Wir schauen mal rein. Das fand ich schon mal sehr interessant. Natürlich hier nochmal die Info. Dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis, muss natürlich auch dabei sein. Und dann gehen wir hier nämlich direkt schon rein in die Texte. Also die Lösungsbücher sind meistens sowieso in vollen Sätzen geschrieben. Ich habe noch nie eins gesehen, wo man irgendwie Stichpunkte hat. Aber diese Dinger hier, ich habe noch 2 andere schwarz-weiße Lösungshefte. Die sind auch in Volltext geschrieben. Also hier haben wir erstmal Tipps zum Spiel zum Beispiel. Durchsuchen Sie jeden Raum, das ist ja klar bei Resident Evil und sowas. Da kann man hier noch sich nochmal reinlesen. Was natürlich gut ist bei dem Papier, ist das ganz normales Buchpapier, Druckerpapier würde ich sagen, ein bisschen dünner. Man kann sehr gut drin herummarkieren, wenn man das möchte. Dann haben wir hier die Besonderheiten vom Spiel selbst. Die First-Person-Ansicht, ernsthaft, das gab's. Ich habe das Spiel doch gespielt. Ich war nicht in First Person, glaube ich, unterwegs. Oder ist man damit gekrochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, dann haben wir hier Gamebuster Codes. Master Code. Diese muss vor allen anderen Codes eingegeben und aktiviert werden. Bitte was? Wir hatten Codes. Kann man die A? Was? Also, das finde ich jetzt echt interessant. Ich hätte nie gedacht, dass man da irgendwie Codes eingeben kann. Also auch bei der PS2. Also, das finde ich echt interessant. Hat jemand von euch die Codes eingegeben? Will das jemand mal ausprobieren, wenn er Lust hat? Ihr habt die ganzen Codes vom Spiel, der Lösungsweg. Und jetzt kommen Texte über Texte. Im Freien stehend steigen Sie über die Stufen zurück nach unten und folgen dem vor Ihnen liegenden Pfad nach vorne und um die Ecke. Ich glaube, da wirst du wahnsinnig, wenn du das dir alles durchliest. Die haben hier noch immer so kleine Bildchen dabei, wo man da gerade unterwegs ist. Ich fand Code Veronica allgemein ein extrem gutes Spiel, und ich fand, es hat um einiges mehr in die Hauptreihe reingepasst, wie jetzt manche andere Hauptreihentitel. Also, ich weiß auch nicht, da haben sie echt nicht Potenzial verschenkt, aber davon Remake wäre schon sehr geil. Also, das war ein echt gutes Spiel, und das ist verdammt viel Text. Also, hat jemand dieses Lösungsheftchen? Hat sich das jemand durchgelesen? Ich habe das wirklich nur gekauft, damit ich es habe. Hier natürlich noch die Gegner. Bestätigen Sie mit der Enter-Taste, und es öffnet sich eine Geheimpass. Enter-Taste? Enter-Taste? Sind wir doch im PC unterwegs? Ist das die PC-Lösung? Steht nicht da. Steht hier irgendwo, dass es die PC-Lösung ist? Naja, gucken wir weiter. Die private Villa. Ja, so sieht das aus. Es ist voller Text. Ein paar Bildchen sind noch dazwischen. Was dann halt gleich noch kommt, sind die Karten. Das ist natürlich auch interessant, dass die Karten einfach hinten dran gebappt haben und nicht so mitten reingemacht haben. Das sind einfach 2 volle Seiten Text. Das liest sich doch keiner durch. So, hier sind mal die Karten. Das ist auch sowas. Kann man die Karten nicht vorne mit dazu machen, wo man sowieso das gerade am Lesen ist? Hier haben wir die Residenz. Ach, ich glaube sogar.
Hier kann ich mich noch dran erinnern, wie ich darum gestolpert bin. Das Trainingsgelände natürlich. Das ist schon ein sehr cooles Spiel gewesen. Probleme? GamePress hat die Lösung, der schnelle Rat per Telefon. Ich habe sogar noch eine Hotline. 8 bis 24 Uhr, also wenn ihr auch später gespielt habt, hätte man da auch anrufen können. Ja, das war schon das Lösungsdings. Es ist halt ein echt dünnes Heftchen und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie seltsam. Laut der Codes würde ich fast sagen, dass es für die PC-Version ist, aber hier steht halt auch nirgendwo, steht hier irgendwo, ob es für die PC-Version ist oder so. Naja, jetzt sind wir am Ende angekommen. Wie gesagt, ich hab noch genau zwei andere Lösungshefte, allerdings von anderen, ich glaube von anderen Herstellern. Die sind etwas, die haben auch so viel Text, aber die sind, ich glaube, nicht ganz so viel textlastig. Ja, morgen geht es weiter mit einem weiteren Artbook, von einem Artbook, das diesen Kanal praktisch eröffnet hat, also das Spiel. Schaut da gern rein, wenn ihr möchtet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, schreibt gerne die Gedanken, was ihr zu diesem, ob ihr GamePress kennt, wie ihr Code Veronica fandet. Schreibt das gerne alles in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch sowas daheim von GamePress. Vielen Dank an Robert Dag für die Kanalunterstützung. Und morgen geht's weiter. Tschüss!